Willkommen bei den Experten. Heute mit einer Sonderausgabe und zwar habe ich zu Gast Christian Röhl vom Dividendenadel. Hallo Christian. Hallo Nikolai. Christian, du hast den Dividendenadel Eurozone Index konzipiert. Erzähl uns doch erstmal, wie kam es zum Namen Dividendenadel überhaupt? Ja, es gibt in den USA den Begriff der Dividend Aristocrats, der Dividendenaristokraten. Das ist ein ziemlich exklusiver Club, zumindest wenn man sich die Hürde anschaut. Man muss nämlich, um Mitglied zu sein, 25 Mal in Folge die Dividende erhöht haben. Viele Unternehmen gibt es hier in Deutschland noch gar nicht so lange. Ja, es gibt, ja genau, es gibt in Deutschland jetzt ein einziges Unternehmen, was das geschafft hat. Das ist Fresenius. Im S&P 500 sind es hingegen 50 Unternehmen. Also in den USA ist das eine etablierte, auch sehr erfolgreiche Anlageidee, ein Anlagekonzept. Wir haben dieses Konzept genommen und haben es ja international adaptiert, passend gemacht, in gewisser Hinsicht dabei auch verfeinert. Okay, und zum Thema Dividenden nochmal, wie wichtig ist denn das Thema Dividende für Aktionäre überhaupt? Naja, Dividende ist letztendlich Shareholder Value in nachrechenbarer Form. Also man kann sehr viel an Ergebnissen herumschrauben. Man sieht das momentan, es wird wahnsinnig viel bereinigt. Sonderfaktor hier weg, Sonderfaktor dazu gerechnet. Die Dividende ist Wahrheit und Klarheit, weil es ist das, was am Ende auf dem Konto des Anlegers als Entschädigung für das übernommene Risiko und das zur Verfügung gestellte Kapital wirklich landet. Folglich, Dividende ist wahnsinnig wichtig und schlägt sich auch in der langfristigen Wertentwicklung nieder, denn Unternehmen, die Dividende zahlen, haben über die Zeit gerechnet eine deutlich bessere Wertentwicklung als Unternehmen, die konsequent keine Dividende zahlen. Okay, also darauf ist zu achten, aber Dividende ist ja nicht gleich Dividende. Im Dividendenadel Eurozone Index sind nun 25 Unternehmen mit der höchsten Ausschüttungsqualität, muss man sagen. Kannst du das nochmal erläutern? Ja, ich habe das gerade gesagt, bei den Dividendenaristokraten geht es nur um einen einzigen Faktor in den USA, das ist die Dividendenkontinuität, die Historie. Das ist wichtig, die muss natürlich stimmen. Ja. Gleichwohl, was nutzt die beste Historie, wenn sie irgendwie so halbwegs hingefrickelt ist, wenn zum Beispiel die Dividende gar nicht mehr verdient wird, sondern aus einer glorreichen Vergangenheit stammt, sprich die Ausschüttungsquote deutlich strapaziert wird. Ja. Das ist das, was ich eben meinte. Wir sind hingegangen und haben dieses Konzept aus den USA verfeinert, haben statt einem Faktor vier Faktoren, eben nicht nur die Kontinuität, sondern überdies die Ausschüttungsquote, die Dividendenrendite, worauf ja viele Anleger häufig zu stark gucken, und als vierten Faktor das Dividendenwachstum, sprich die Dynamik mit reingenommen. Ja. Im Index sind nun diese 25 Unternehmen und sie sind zumindest jedes Jahr Anfang Januar alle gleichgewichtet. Hat das einen gewissen Vorteil? Es hat historisch gesehen einen Vorteil, auch das kann man in den USA, wo wir einfach einen viel längeren Zyklus der Kapitalmärkte haben, wo auch Indizes in sauberer Form viel länger verfügbar sind, sehr gut nachvollziehen. Der S&P 500 ist ja klassischerweise auch ein Index, der kapitalisierungsgewichtet ist, wie eigentlich alle Indizes, die wir sonst kennen. Es gibt aber auch einen sogenannten Equal Weight Index und der hat rasant besser abgeschnitten. Das ist ungefähr 50% besser. Und wenn man das einfach mal sieht, jetzt in der Phalanx dieser doch recht großen Werte, über die wir hier sprechen, es sind alles Milliardenwerte, dann kann ich nicht sagen, naja, den, der jetzt 50 Milliarden Marktkapitalisierung hat, muss ich jetzt wirklich fünfmal so stark gewichten wie denjenigen, der nur 10 auf die Waage bringt. Da ist es aus Sicht eines Anlegers sicherlich die fairere Sache, auch zur Vermeidung von Klumpenrisiken, zu sagen, man gewichtet regelmäßig, sprich einmal im Jahr, wenn angepasst wird, gleich. Ja. Und im Index sind jetzt 6 Länder enthalten, sozusagen, muss man sagen, oder Unternehmen aus 6 Ländern. Es sticht aber hervor, dass die deutschen und vor allen Dingen auch die französischen Unternehmen überrepräsentiert sind. Was machen die Franzosen anders? Haben die eine andere Ausschüttungspolitik oder generell einen anderen Bezug zur Dividende? Französische Unternehmen haben sicherlich in den letzten Jahren immer schon davon profitiert, dass es in Frankreich eine sehr, sehr klare industriepolitische Agenda gibt. Das haben wir in Deutschland nicht unbedingt. Man hat die Agenda der nationalen Champions und das spiegelt sich natürlich dann auch im Geschäftsverlauf wieder. Viele Unternehmen sind hierzulande dann gar nicht so bekannt, obwohl sie international aktiv sind, wie zum Beispiel der Baukonzern Vinci. Aber es sind natürlich auch einige
höchst spannende Unternehmensstories in Frankreich entstanden. Die wohl glamouröseste, muss man sagen, ist Louis Vuitton Moët Hennessy von Bernard Arnault. Eigentlich ja gar kein Unternehmen mehr, sondern ein Luxusfonds, ja. Weil eben nicht nur diese Marke Louis Vuitton drinsteckt, sondern noch ganz viele andere Marken, eben auch nicht nur im Bereich der Accessoires, sondern zum Beispiel auch Luxusspirituosen und eigentlich ja, Whisky ist dabei, alles was gut und teuer ist. Sehr schön. Und Anleger, die jetzt nun in diesen Index investieren möchten, Christian, können das machen. Und zwar haben wir vom X-Markets-Team der Deutschen Bank diesen Index nun schönerweise verbrieft, und zwar als 1:1-Produkt. Die Managementgebühr beträgt 1,2% PA. Und das Schöne, die Dividenden, die Nettodividenden, muss man sagen, werden wieder reinvestiert in den Index. Der Anleger muss also eigentlich nichts machen. Wer, wie gesagt, in diesen Index investieren möchte, kann sich das Ganze bei uns auf der Seite xmarket.de einmal anschauen. Ja, vielen Dank, Christian, dass du da warst. War mein Vergnügen. Gerne. Und wir wünschen Ihnen eine schöne Restwoche. Machen Sie es gut.